Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Ja, wie ihr seht, habe ich neue Rüstungen. Also Zubehör habe ich jetzt Kopf, die Soldaten, nicht das hier, den Soldatenhelm gemacht. Hier seht ihr, wie man das macht. Und Zubehör Brust habe ich die Onyx-Rüstung, die ich schon einmal sagen wollte, die ich einmal machen wollte und jetzt die Zeit gehabt hatte. Und was habe ich noch gemacht? Ja, ein paar Rezepte gelöst. Eins war für, warte, Waffen. Ach, das kann man nicht. Ich sage es einfach mal. Ich habe die Rezept für Dynamit gemacht und Rezept für Eisflügel. Eisflügel sorgt dafür, dass ich schneller bin und so alles. Dynamit hat eine Attacke von 324. Ja, so ist es jetzt. Und ich habe schon einen Tag geschlafen und jetzt kommt der vorletzte Tag. Und danach kommt eine Cutscene. Habe schon ein bisschen geguckt. Also jetzt kommt die Cutscene, glaube ich. Morgen ist es endlich der Tag des Turniers. Ich weiß, dass du gewinnen wirst. Also jetzt kommt die Cutscene. Okay. Aha, okay, das beginnt bald das große Turnier. Aber wo zum Teufel soll ich hin? Das ist die bessere Frage. Okay, es ist Nacht. Reden. Aber du warst immer noch auf die Kekse. Viel Spaß dabei. Und wo soll ich eigentlich hin? Soll ich schlafen gehen? Ich bin gekommen, als ich Krach hörte. Okay, und du? Reden, ich werde noch, ja, okay. Okay. Ah ja, bei diesen Dynamiten stand auch noch als Info, das sind Wasserstoffbomben sozusagen. Und, weil Hauchi hat ja diese komische Rüstung an. Morgen ist der große Tag, ich glaube nicht, das klingt ja gar nicht nach mir. Wenn ich den nur sehe, scheint mir die Laune zu verbessern. Mach sie fertig. Also hier, diese Wasserstoffbombe hat seinen ganzen Körper demoliert, deswegen hat er diese Rüstung an, um das zu verdecken. Ja, okay. Und du? Was hast du zu sagen? Reden? Okay. Okay, ich glaube, es kommt nichts mehr, oder? Oder? Egal, ich gehe mal die Stadt erkunden. Vielleicht kommt dann ja was. Gustav, was hast du zu sagen? Ich vertrete ja deine Schule. Reden? Also, kommt was? Hahaha, Roxas, das Turnier ist morgen. Dann wird sich zeigen, welche Schule des Sieges würdig ist. Hahaha, das gefällt mir, Roxas. Nichts könnte einen Meister mehr erfreuen als dich, in seiner Schule zu haben. Freu dich. Wie praktisch. Und das kurz bevor er wieder sagen könnte, dass du nur 50 Punkte bekommst. Morgen werden die Klingen für den Sieg kreuzen. Okay. Ein kurzes Stündchen mit unserem Meister geredet, okay? Und du? Morgens... Ja, okay.
Okay. Was kann ich noch machen? Soll ich zu Fana gehen? Glaube ich, ich mach das mal, aber davor rede ich mit Kamui. Ja, okay, du wirst mich anfreuen, dankeschön. Fans kann man immer gebrauchen. Und du, Großmutterchen? Ja, dankeschön. Und du, Fana? Du bist ja meine Freundin sozusagen. Ja, ist klar. Gib mir einen Kuss oder mach mir irgendwas mit mir. Anstatt zu sagen, ja, viel Glück morgen. Okay, ich gehe mal oben und... Oder soll ich einfach schlafen gehen? Ich weiß nicht. Kann ich sofort den Turnier dann morgen machen? Ich glaube... Okay, was hast du zu sagen? Reden? Ja, ich weiß. Und du? Okay. Okay, ich glaube, ich gehe schlafen, weil es bringt momentan nichts, weil ich nichts hier bekomme. Ja, ich gehe schlafen und das ist nur kostbare Videozeitverschwendung. Oder soll ich alles... Ich bin irgendwie mir unsicher, weil vielleicht finde ich hier irgendwas. Egal, ich rede mit allen hier. Zeigen. Hier, du Spasti. Hier, ich zeig dir das Gras. Hier. Ach, fick dich ins Knie, ich schwör auf alles. Gib dir gleich bald mit dem Schwert auf den Kopf. Oder wartet. Okay, es geht weiter. Im Schloss war nichts. Ich gehe einfach nach Hause und schlafe etwas. Sicher, dass du schon schlafen willst? Ja. Ich habe hier alles untersucht und alles gemacht. Gehen wir mal schlafen. Okay, das Turnier kommt jetzt. Ruhe bitte, Ruhe. Ich freue mich, dass der Kampfsportturnier eröffnen zu dürfen. Mögen sich die Teilnehmer der Sieger hart erkämpfen. Alle Waffen, Stile, Schulen und Manöver sind erlaubt. Ein Kampf ist dann beendet, wenn ein Konkurrent zu Boden geht oder aufgibt. Viel Glück euch allen. Okay, ich bin gut vorbereitet. Neue Rüstung, neue Helden. Beginnen wir mit der ersten Runde. Der Favoriten mögen vortreten. Heldensteinverkleider Roxas. Mit meiner Rüstung, die gar nicht zu meinem Helm passt. Du wirst gegen Sir Gustavs Sohn Duran antreten. Ah, ich werde ihn kaputt schlagen. Ich werde dich vermöbeln. Oh, verflixt, typisch, dass ich gleich als erstes gegen dich kämpfen muss. Aber solange ich den Sieg vor Augen habe, werde ich auch erreichen. Ich bin ein Held und ich verliere nicht. Los. Ach, komm her. Mächtiger Held, Duran. Ja, du mächtiger Held. Ich geb dir so doll auf die Fresse. So, so. Geh, komm. So. Gewonnen. Ich hab versagt. Kein Problem. Okay, lass die zweite Runde beginnen. Roxas tritt vor. Und wer ist mein Gegner? Dein Gegner ist der Meister des Flugdolchs. Nein, nein, die Seherin. Ah, gegen die werde ich kämpfen. Die werde ich auch vermöbeln, ganz schnell. Hihihi, der Held und die Hexe, das ist ja wie ein Märchen. Los. Statt Hexe, Nanai. Komm her. So, so. Ach du heilige Scheiße. So. So, 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 so. Okay, gewonnen. Ich habe verloren. Okay, zum Glück habe ich mich gut vorbereitet. Hier beginnt die dritte Runde. Roxas tritt vor. Ich denke mal, Hoji kommt jetzt. Nein, Rutrut. Oh nein, seine Achseln. Oh. Nein, jetzt wirst du meine geheimen Techniken zu sich bekommen. Los. Eisenhammer Rutrut. Gegen den haben wir schon gekämpft, okay. Okay, du Vollpfosten. Hier. Du Vollpfosten. Ach du Scheiße. Okay. Egal, du bist tot. Du bist tot. Ey, willst du mich hier verarschen oder was? Ah, jetzt ist er tot. Okay. Okay. Was für ein Gestank. Gut gemacht. Lass die Halbfinale beginnen. Roxas tritt vor.
Und der Gegner ist... Was, eure Hoheit? Der König von Kalela, Lord Xehanort, Xehanort. Xehanort von Kingdom Hearts. Hahaha, in der Arena sind alle Menschen gleich. Und ich bin ein Schwertkämpfer, hier komme ich. Los. Boah, wir können gegen den König kämpfen. Oh, heiliger König Xehanort. Okay, er hat das gleiche Schwert wie ich. Verdammt. Okay. Verdammt, er hat das gleiche Schild wie ich. Okay, so nochmal. So. Verdammt. Okay, so. Okay, gewonnen, ja. Ja, ich dachte, er ist so schwer. Hahaha, das ist unser Heldenstern. Wie kann denn der König teilnehmen? Hat er nichts Wichtigeres zu tun? Ja, bestimmt nicht, deswegen. Lass das Finale beginnen. Roxas tritt vor. Der Gegner ist auch ein kaladinischer Held. Okay, es geht weiter. Ah, verdammt. Jetzt. Ah, eine kleine Störung war da angekommen. Der Sieg gehört mir. Ich werde der ganzen Welt meine Stärke zeigen. Los. Okay, Schlachtfeld... Was? Schlachtfelderfinder? Also Schlachtfelderfinder. So. 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 Ey, das ist ein Witz, oder? So. Verdammt. Ey, wenn er das getroffen hätte, boah, da wäre ich weg. Okay, wie lange lebt... Also, ich hab gewonnen. Okay. Okay, das darf doch nicht wahr sein. Du hast es geschafft, Roxas. Und gewonnen hat Roxas. Der Sieg des Titels... der Sieger des Titels, mächtigster Kämpfer Kalalas und der ganzen Welt bist du. Das ist der Beweis deines Sieges und nimm es mit Ehren. Ah, jetzt haben wir eigentlich einen Gürtel. Jetzt können wir eigentlich was machen. Verdammt. Ah, verdammt. Ich dachte die ganze Zeit, wo kann man den Gürtel bekommen? Lass uns die Verkörperung kalalänischen Heldentums gebührend feiern. Du hast dir 100 Punkte in diesem Kampf verdient. Wahrlich beeindruckend. Gute Tat, Spaß. Wir spielen beim nächsten Turnier weiter. Ich mag verloren haben, aber alle konnten bei meine Bomben sehen. Das freut mich. Olli ist nicht aufgetaucht. Dein Sieg beim Turnier hat bewiesen, dass keiner auf der Welt stärker ist als du. Die nächsten 10 Jahre ist es dein Titel. Erweise dich des Titels würdig, sonst wirft das ein schlechtes Licht auf mich. Muhahaha, das ist wahr. Ja, wir haben jetzt einen Gürtel. Und was soll ich jetzt machen? Bin ich froh, dass wir allen Bomben zu zeigen konnten. Und du? Okay. Okay. Bis zum nächsten Turnier. Und du? Okay. Warte mal kurz. Okay, es geht weiter. Ich habe den Hundeschwanz gemacht. Das werde ich immer antragen. Wir haben einen Schwanz. Wir haben einen Schwanz. Okay. Das werde ich nochmal abspeichern. Dass wir die Kämpfe alle gewonnen haben. Abspeichern. Und boah, so lange haben wir gespielt. Okay. Okay. Wo soll ich denn hingehen? Egal, ich gehe mal dahin. Okay. Reden. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Wunder. Okay, wir haben gewonnen und das ist alles, was er zu sagen hat, okay. Reden. Ach, du gieriger Bastard. Egal, wir gehen mal mit, wie heißt der wieder? Dieser Windtyp. Da hier. Anfa. Wenn du den Fettigern gewinnen würdest. Ich hab doch schon gewonnen, Mann. Was ist los mit dir? Ich habe ich habe ganz locker gewonnen gegen die. Wo soll ich jetzt hingehen? Ach, das finden wir im nächsten Part raus. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.